Und sie hat auch für die Beteiligung an der bürgerlichen Wahl zur Nationalversammlung in Deutschland geworben, ist auch da in der Minderheit geblieben. Und das vielleicht Großartige und Tragische an ihr war, dass sie das möglicherweise sogar im Bewusstsein mit ihrem Leben bezahlt hat, dass die anderen Dinge entschieden haben, die sie nicht vorgeschlagen hatte, aber sie da überstimmt worden ist. Das ist eine wirkliche tiefe Tragik, dass man dann sich ja nicht trennen kann von denen, die eine radikalere Position beschließen, aber eben dann vorne mit das Opfer wird. Aber ich danke dir jedenfalls für die klare Aussage, weil also für jemand, der wie du dann wirklich von Leuten in der jungen Welt für rechtsaffin oder so erklärt wird, das sollen sie mal mit klarkommen, welche klaren Positionen du zu Rosa Luxemburg hast. Ich erinnere mich noch, als wir uns irgendwann in Berlin getroffen haben, du mit dem Motorrad vorgefahren kamst und einen Helm der Roten Armee getragen hast. Und bis heute ist, glaube ich, auch für dich die Befreiung Deutschlands durch unter anderem auch die Rote Armee. Etwas, zu dem du ja stehst. Jetzt kommen wir zur Geopolitik, und da sind wir, glaube ich, in einer größeren Gefahr als erstens die Medien, die uns einlullen wollen, wahrhaben wollen oder uns wahrgeben wollen, und auf der anderen Seite auch in Gefahren, die wir erst langsam so erforschen können. Du hast das ja alles mitbekommen. Der Aufmarsch jetzt gegen den Iran mit der inneren Begleitmusik, dass man immer, wenn man Deutschlandfunk und andere aufmacht, irgendwelche Journalisten und jetzt Künstler aus dem Iran sieht, die allesamt dann eigentlich die Begleitmusik liefern, auch weiterhin aufzurüsten gegen Iran. Dann dieser Schlag gegen Jemen, den die Weltöffentlichkeit jedenfalls nur teilweise widerständig wahrnimmt, dann das Südafrika, der frühere Apartheidsstaat Südafrika, jetzt die moralische Karte in den Ring wirft, zu sagen, wir erheben Anklage wegen Genozid gegen die Israel. Das hat auch etwas mit der südafrikanischen Geschichte zu tun. Israel war einer der engsten Verbündeten des südafrikanischen Apartheidsregimes und hat dem dabei geholfen, dass es an Atomwaffen kommt. Also, wer es nicht weiß, Südafrika war früher mal Atomwaffenstaat und Israel hat dabei mitgeholfen, dass die Südafrikaner überhaupt erst dazu werden konnten. Als die Südafrikaner die Apartheid beendet hatten, da haben sie dann auch die Atomwaffen wieder freiwillig abgegeben. Israelische Regierung und das alles eigentlich hier ja nur durch so einen Filter in den Medien kommt. Also deine Meinung ist, glaube ich, für viele Menschen, die hier uns jetzt gemeinsam zusehen, von Belang. Also um Geopolitik zu verstehen, und es geht am Ende des Tages immer um Geopolitik, es geht am Ende immer um Geld, um Ressourcen, dass ganz wenige davon profitieren, dass ganz viele Leute arbeiten, viele Steuern bezahlen müssen, während sie nichts tun. Das ist ja auch das, also Amazon und das Prinzip, dass das nach oben weg verteilt wird, damit die unten eben ohnmächtig sind und Flaschen sammeln müssen, während die Flaschen in der Regierung nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Das sind jetzt alles keine neuen Prinzipien, so wird Macht organisiert. Damit kann, da gibt es viele Apparate, wie man Informationen steuert, das Militär, das Ja, Geld. aber es ist schlimmer geworden in den letzten 40 Jahren. Also in 40 Jahren, da war die Wirtschaft noch egalitärer, da war sie noch weniger monopolisiert. Und das hat zum einen mit technischen Entwicklungen wie der Digitalisierung zu tun, mit dem völlig fehlenden staatlichen Eingreifen diesbezüglich. Also man könnte ja große Unternehmen beschränken oder oder sie zerschlagen, wenn sie zu groß geworden sind, oder sie verstaatlichen oder staatliche Konkurrenzplattformen aufbauen. Zum anderen mit den extremen Steuersenkungen für die Superreichen und den Deregulierungen der Finanzmärkte. All das hat zu dieser Monopolisierung und der Konzentration von Vermögen und Macht in wenigen Händen beigetragen. Indoktrination, Erziehungsapparate, Thinktanks, Atlantikbrücke, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Werde ich aber gleich zukommen, denn wenn man sich für Geopolitik interessiert, also Abstand nimmt vor diesem Schachbrett, dann versteht man eben auch, warum dieser Bauer jetzt gefallen ist und der Turm dorthin zieht, weil da gibt es ein Spiel. Und interessant ist eben, dass wenn man sich vom Schachbrett entfernt, man feststellt, dass man die wesentlichen Dinge nicht sieht, nämlich die Player.
Die sind ja nicht da. Man sieht nur die Figur. So. Und Schach ist ja ein Spiel für zwei Player. Wir sind im Moment aber drei. Wir haben eben neben Russland und den USA auch noch China. Das heißt, wir haben schon mal einen Player zu viel. Es soll am Ende nur einer gewinnen, aber wir haben schon mal einen Player zu viel. Das ist das Erste, was neu ist. Aber nochmal was zu Rosa Luxemburg. Ich sage jetzt nicht, dass die Frau naiv war. Das war sie nicht. Aber natürlich eine gewisse Tragik, wie es ihr gegangen ist, weil das ist genau wie mit einem Nasser, ja. Oder auch einem Ebi Nathan, ja. Oder anders, nicht naiv, was Schweine Muhammad Ali. Wohl Nasser nur, also der Westen wollte ihn schon töten, hat er nur nicht geschafft, aber Nasser, der wurde ja nur politisch aufgehalten, also beispielsweise indem man Sinai besetzt hat oder indem man versucht hat, seine Politik an allen Ecken und Enden zu hintertreiben. Also stimmt, oder in Sinai dann im Sieben-Tage-Krieg ein zweites Mal besetzt hat. Also da hat man Nasser ja mehr oder weniger politisch Schachmatt gesetzt und nicht mal direkt umbringen lassen. Also auch falls manch im Chat hier wird Nasser wahrscheinlich gar nichts sagen. Nasser, das war der Politiker, der sich am entschiedensten für den arabischen Nationalismus eingesetzt hat. Der arabische Nationalismus, der war vage sozialistisch oder zumindest von sozialistischen Idealen geprägt, setzte auf einen starken Staatssektor, wollte die Industrie in den arabischen Staaten entwickeln und wollte die arabischen Staaten halt zusammenführen. Also alles zwischen Marokko und dem Irak sollte ein großer arabischer Staat werden, also als Endziel. Als kleines Zwischenziel hatte Nasser so eine Union mit Syrien geschlossen. In Syrien, da war ja auch die Baath-Partei an der Macht, die auch stark anti-westlich war, nachdem die USA in Syrien drei Putschversuche versucht hatten vorher. Einer davon erfolgreich, zwei gescheitert. Nach dem letzten haben die Syrer die USA und den Westen rausgeworfen und haben sich eng mit der Sowjetunion verbündet und waren dann auch dem arabischen Nationalismus zugeneigt. Haben sich dann allerdings mit Ägypten zerstritten und Schachmatt war der arabische Nationalismus danach der Niederlage im Sieben-Tage-Krieg, den Israel angefangen hatte. Also Israel hat da seine gesamte Nachbarschaft überfallen, den Sinai, Ost-Jerusalem, das Westjordanland und die Golanhöhen besetzt gehalten. Also die Golanhöhen und das Westjordanland hält Israel bis heute besetzt. Alles völkerrechtswidrig selbstverständlich, aber interessiert nur keinen. Und den Sinai, den hat Israel dann losgelassen, nachdem die USA dazwischen Israel und Ägypten, beziehungsweise dem neuen Präsidenten Ägyptens nach Nasser, also Anwar an-Sadat hieß der Mann, wurde später von den Muslimbrüdern ermordet, mit dem ein Friedensabkommen geschlossen hatte. Unter Vermittlung der USA, die USA haben sowohl Israel als auch Ägypten hohe Militärhilfen gezahlt und so dieses Friedensabkommen vermittelt. Der arabische Nationalismus war dann mit dem an die Macht kommen Anwar as-Sadats quasi tot. Also jetzt mal ganz kurz habe ich gerade 7-Tage-Krieg gesagt? Sorry, 6-Tage-Krieg. Das war ein Versprecher. 6-Tage-Krieg. Ja, oder auch Gaddafi natürlich auch. Und? Oder auch Mossadegh. Das meine ich. Am Ende musst du ab. Erkläre ich euch hier ein paar geschichtliche Fakten und sag dann aus Versehen den Namen des Krieges falsch, den ich der ganz zentral ist in der Geschichte des arabischen Nationalismus. Mossadegh, wer den nicht kennt, das war ein demokratisch gewählter Präsident des Irans, der hatte die Erdölindustrie dort verstaatlichen lassen. Die Briten fanden das nicht so toll, haben um Hilfe bei der CIA angefragt. Die CIA hat ihn dann beseitigt und dort den Schah eingesetzt. Der Schah war dann ein pro-westlicher Diktator. Hatte beste Beziehungen zum Westen, auch zu Israel. Und dann wurde der Schah gestürzt und alle Länder, zu denen der Iran bisher ein sehr gutes Verhältnis hatte, Israel, USA, Saudi-Arabien, zu denen hatte der Iran dann plötzlich nach der Islamischen Revolution ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis. Der Westen und vor allem die arabischen Staaten, die haben dann auch noch den Irak hochgerüstet, um im Iran die neue Regierung zu beseitigen, um dort Chaos zu stiften, haben dann Saddam Hussein hochgerüstet. Andere Geschichte brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist so ganz grob die Geschichte, die da im Iran passiert ist. Geräumt von Kräften, die immer mit Moral argumentieren, aber die eigentlich nur geldgierig sind. So, um zu verstehen, was hier im Moment läuft, ja, und warum wir Partei ergreifen, um das zu verstehen, muss man wissen, dass wir immer nur einen Ausschnitt von dem geliefert bekommen, was tatsächlich läuft. Und ein wesentlicher Punkt, ich sage ja Lückenpresse, der weggelassen ist, dass die Geschichte, die wir erfahren, dass wir dazu immer die Vorgeschichte weglassen. Das ist überall so. Also wir tun zum Beispiel so, als wenn der Überfall der Hamas auf Israel aus dem luftleeren Raum geht. Es hätte davor keine Geschichte gegeben, also keine Nakba. Es hätte keine Gründung Israels gegeben, es hätte keine Vertreibung gegeben. Ilan Pape gibt es nicht, Petra Wild hätte nichts zugeschrieben. Es ist was ganz Neues. Plötzlich kommen da irgendwie. Ilan Pape wird mittlerweile auch gecancelt. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video von Michael Lüders dazu gesehen habt. Kann ich euch nur empfehlen. Das heißt, Staatsräson und Kreisliga, schaut euch das gerne an. Da wird auf diese aktuelle Cancel Culture von wirklich wichtigen Wissenschaftlern von Ilhan Pape nochmal eingegangen.